Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen. Heute reagieren wir auf Best of Tourette Teil 18, Gewitter im Kopf Highlights. Und ja, ihr könnt das hier lesen, wie schon gesagt, es ist okay, wenn man über gewisse Situationen lacht, aber natürlich niemals über die Krankheit selber, aber das brauche ich euch nicht erzählen, ne? Wollt einfach nur mal so mitteilen mit euch zusammen. Yo, Mensch, yo. Dann rede ich schon ein bisschen mehr zu. Ich heiße Jeanette Thunderpussy. Schnitt. Hi. Kommt Runde rein. Nummer 3. Das hat sich gereimt, kleiner Goethe. Hier ist die Fetzgitter. Diese da hier. Geil. Hallo. Are you alright? No, you are all left. Okay, let's go. Okay, das ist irgendwie witzig, hallo, wenn zwei Tourette haben und sich treffen. Hallo, hier sind sie, meine Background-Tänzer, Jan und Tim. Wir sind sehr stolz, euch hier live im Fernsehen zu haben. Und wenn Gisela was raushaut, dann haut Gisela weg. Verdammt noch mal. Ja, genau. Ja. Verdammt noch mal was raus. Wir freuen uns wirklich sehr. Der künstliche Applaus ist echt cringe. Ja, endlich, sag das mal jemand. Dass wir vorbeikommen können. Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Danke, dass du uns geschrieben hast. Ich habe euch nicht geschrieben. Du kannst doch nicht schreiben. Oh, ich kann nicht. Doch, das ist... okay, das war jetzt... Ich habe euch nicht geschrieben. Ich finde, Frau, ich kann nur kochen. Nicht geschrieben. Du kannst auch nicht schreiben. Ich bin eine Frau, ich kann nur kochen. Was meinst du? Hat die doch, doch, das ist, ich glaube, ganz viel noch so ein bisschen bei der Stelle. Es ist damit man immer so ganz klar weißt du, bei euren Videos das ist es die Umschreibung für nein, ich bin scheiße. Genau, kommt gerne rein. Ja, sehr gerne. Ich bin schon mal ein bisschen ins Wohnzimmer reingegangen. Ja, genau. Das ist mein Schlafzimmer. Das war jetzt sehr enthusiastisch. Komm noch mal halb schnell auf uns. Ich glaube, die Frau kann nicht richtig gehen. Die braucht dringend einen Tierarzt. Er kann das nicht. Und jetzt noch mal ganz schnell. Aber die Alte nicht. Ja, sehr gerne. Dann komm noch mit in die Küche. Sehr, sehr gerne. Das hier ist nicht gestellt. Das ist sehr, sehr authentisch, wie alles bei uns. Sehr froh, dass wir nicht RTL sind. Hallo Alexa. Hallo Alexa und mach's gut. Tschüss. Ja, das würde ich mir auch manchmal wünschen, dass man das bei manchen Personen einfach machen kann, einfach in den Stecker ausziehen können. Das wäre, ey, das wäre ein Traum. Das wäre echt ein Traum. Bevor wir uns alle chippen lassen, sollten wir uns einfach Stecker implantieren lassen. Ja, so den Sprechreiz dann einfach ausschalten. Ja, einfach hier so ein, oder einen Knopf so hier, so ein Schalter so, jo, aus. Na, und dann, ich kann dich ja nicht verstehen, ne? Knopf ist halt aus. Wäre irgendwie... Wär halt, das wäre doch mal eine sinnvolle Erfindung. Zumindest für mich. Also wenn ich das bei anderen dann machen kann. Ne? Mein Sprechen will jeder hören. Ne? Und wann sind die Ticks bei dir so erstmalig aufgetreten? Ich wollte mir TikTok runterladen und es hat nur für die Ticks oh, gereicht. Scheiße, das führt zu schweren Behinderungen. Ich habe mal im Krankenhaus gearbeitet und habe da schon den einen oder anderen Toten mitbekommen, aber da hat es nicht so intensiv gebrochen, also nicht so stark. Das ist halt auch der Punkt, wenn jemand, ich meine, wenn einer von uns jetzt tot umfällt, dann stinkt er ja nicht gleich. Ja, das stimmt. So, das muss ja natürlich vorher schon. Also das ist richtig. Es ist dann nur so temporär sozusagen so ein bisschen ansteckend. Aber genau, ansteckend ist es ja nicht, ne? Ja, genau. Doch, es ist ansteckend. Wie Corona. Ihr werdet alle sterben. Und die Ausländer zuerst. Ausländer raus, Deutsche raus, alle raus, das wird jetzt raus. Ich muss euch befordern, wir gehen alle raus. Alle raus aus Deutschland. Also die Hunde und Katzen bleiben hier noch und in 10 Jahren oder in 20 Jahren kommen wir dann alle wieder zurück nach Deutschland und die Katzen können mit uns dann reden, die Hunde sind dann die Sklaven, oh, das wäre voll geil. Mit dem Kellner flirten. Ich würde auch eher denken, dass meine Mutter, die würde verwickelt einen dann ganz gerne mal in Gespräche. Damit es nicht auffällt, dass sie da Sachen klaut. Das Schlimme ist halt immer, ich bin ja eigentlich auch... also sehr offen, ne? Und ich habe da so ein paar gewisse Aktivitäten, wenn ich mal irgendwo hingehe oder so, zum Beispiel bei den Spenden oder irgendwo hingehe, spreche ich übelst gerne mit den Leuten da, ne? Problem ist halt immer, wenn man eigentlich Zeitdruck hat, ne?
und oder an der Kasse, wenn man Zeitdruck hat und die dann so, oder der Kassierer, ne, je nachdem, die ganze Lebensgeschichte erzählt, ne, und du denkst, ja, ich würde jetzt langsam gerne mal gehen, so, ist das halt doof. Und dann, ne, dann steht man so da und denkt sich so, jo, warum habe ich überhaupt angefangen, Kontakte zu suchen? Da denke ich mir auch wieder, ja, dann kann ich doch aufhören mit dem Scheiß, weil dann habe ich das Problem nicht. Hast du schon? Lachen bedeutet Unsicherheit. Hast du schon was in einem Restaurant geklaut? Nein. Oder? Nein. Noch nie? Noch nie. Wie kann man ein Restaurant noch klauen? Nie. Ja, wollt ihr denn was trinken? Willst du was trinken? Kaffee? Nee, eigentlich nicht. Ich habe keinen Bock hier zu sein. Ich habe Wein. Oh, ich bin dabei. Ich glaube, wenn er gehumpelt hätte, dann wäre mir das schon aufgefallen. So, aber mir ist da jetzt nichts, habe ich nichts gesehen. Mir auch nicht. Wenn aber ich habe gesehen, dass das Herrchen humpelt. Ich glaube, ja, die ist besoffen. Bestimmt, wie immer. Wie immer. Sie gibt sogar zu. Hast du irgendwelche Punkte in der Küche, die dich triggern? Also, ja, ihr drei. aber wenigstens ehrlich. Wenigstens ehrlich. So wie die meisten so, ja. Ja, gerade stört mich schon ein bisschen was. Ja, was ist denn das? Naja, so ein bisschen, das Wetter ist halt scheiße. Und in Wirklichkeit denkt ihr euch so, boah, ey, können die sich nicht einfach mal verpissen und mich in Ruhe lassen? Es ist so geil, wenigstens ehrlich sein, das ist doch schön. Außerdem habt ihr dieselbe Mikrowelle wie ich. Ab sofort müssen wir in dieser Staffel leider auf Publikum in der Show sowie auf eine Aftershow-Party nach geil der Show verzichten. Das wird ja gut, immer die Aftershow-Party würde ich mitnehmen, das Publikum, also ohne Menschen, boah, es wäre ein Traum, das wäre ein Paradies, Paradies auf Erden, das wäre das Schönste überhaupt. Attraktiver, nicht mal einen reinbraten können wir uns, nicht offiziell. Wie sieht das beim Schlafen aus? Kannst du einfach einschlafen? Kannst du mit Tourette schlafen? Nein, sie ist auch wach seit 2 Jahren. Wo man halt auch einen Bezug zu Drag hat. Ich will jetzt nicht an den Haaren ziehen. Ich versuche das mal eben hier. Moment. Ich rate es dir. Ich habe mir immer gedacht, das hätte auch viel schlimmer kommen können. Ja, man hätte dein Gesicht haben können. Ah, ja, gut, das ist natürlich. Das haben sich meine Eltern auch immer bei mir gedacht, ey. Sei froh, es hätte schlimmer kommen können, ne? Wir hätten auch dein Gesicht haben können. Geil. Ich fand ziemlich übel, aber. Genau, es ist ja. Man hat ja nur Ticks. Oh, und die sagt doch auch genau. Sie werden überholt und der Gegenverkehr kommt. Ich mag die, ich hoffe, die hat einen eigenen Kanal. Setzt das andere Fahrzeug den Überholvorgang fort? Wie verhalten Sie sich? Der Tim schreit die an und behindert die. Ja, du blöde BMW-Fotze. Aber das sehe ich nicht als Auswahlmöglichkeit. Bisher ist es aber noch gut gegangen. Also ich habe noch keine vermeintlichen Lösungen rumgerufen. Selbst schuld, wer die als richtig ansieht. Das ist bei mir ähnlich gewesen an der Hochschule Fresenius früher. Oh, Fresenius, der Mann hat Geld. Ich war damals auf der Adam-Riese-Schule, ja. Hallo. Die Nachbildung von dir hatte gerade gefilmt. Ist übrigens echt, ne, hinten. Echter Kopf. Also ich bin ja selber kein Student, aber... Ach so. Ja, ich bin dumm. Der aber auch, kommt von der Sonderschule. Alexa, erzähl uns einen Witz. Was ist grün? Ey, ohne Scheiß, wer ich dann... Ich stell mir gerade so vor, ich wäre der Kameramann, ne, so die ganze Zeit. Ich kann das gar nicht halten, das Bild. Ich würde dann sagen, nee, ich bin raus hier. Ich mach einfach mal mit. Ey, das wäre... Nee. Ich würde mich gerne mal mit allen treffen. Absolut offen, absolut ehrlich, ne? Das wäre das Schönste überhaupt. So ein Tag, das wäre halt schön. Wäre halt so wirklich schön. Liegt auf dem Friedhof eine Sterbse? Nee. Nee. Oh, das hat mir jemand mal erklärt, ne, übrigens, weil das war irgendwie bei einem anderen Best... Nee, oder bei einem richtigen Video habe ich das ja gehört, ne. Ich habe den Witz schon wieder vergessen. Ich hab den Witz halt komplett wieder ich verstehe halt die ganze Zeit auch gar nicht, was die sagt. Erbse, Sterbse, Merbse? Auf dem Friedhof eine Sterbse. Nee. Ich verstehe immer Erbse.
Das ist also der Witz wurde mir erklärt. Von übelst vielen, tut mir leid, ich habe den wieder vergessen. Das ist sehr gut. Und dann nach dem Medizinstudium hast du vermutlich vor, Ärztin zu werden. Nein, dann werde ich Bauarbeiter. Ach so. Bei uns, wir haben ja das Thema Liebe. Was ist ein Medizinstudium? Ja. Halt immer, obwohl damals auch die besten Chirurgen waren halt Fleischer, ne? Metzger. Das war kein Bauarbeiter, aber... Die stellen ja dann immer diese Frage da, wo man das Gepäck aufgibt. Haben Sie irgendwelche Flüssigkeiten dabei? Und dann kommt immer so meine Standardantwort. Samenflüssigkeit. Ist das für dich okay, wenn dein Hemd ein kleines bisschen schmutzig wird? Ach, das geht ja raus. Hast du hier, das auf jeden Fall, aber hast du hier nachher noch was vor? Nee. Dann, weil gerade so Puder und so weiter, das ist immer... Ich habe das Problem auch beim Koksen. Das ist ja so auch sehr gut. Meine Wohnungssuche... Hello! Allah! Oder hello, wie die behinderten Düsseldorfer sagen. War ziemlich krass so auch für mich, weil ich war währenddessen, also ich war am Anfang dabei, bin dann aber irgendwann nach Hause, weil ich meine Abiturklausuren lernen musste. Ich hab gesagt, Tim, bleib hier saufen. Nein, Jan, ich schreib eine Klausur, ich geh jetzt lernen für Bio. Grüße gehen übrigens raus an meine Englischprüfer. So. Grüße gerne raus, auch mit denen ich die Englischprüfung gemacht habe. Wir haben halt vorher ein bisschen Wasser getrunken. Ja, wie wir zur Prüfung gegangen sind, das war der Hammer, ne? So, jetzt müssen wir uns aber mal zusammenreißen. Nein! Okay, dann geh ab. Weg, du Muschi. Warum sagst du das jetzt zu mir? Ich krieg wieder Vollstress mit Anna. Gepasst. Sieh, was willst du von mir? Alkohol. Das gehört alles mir. Also der hat keine Probleme, hat keinen Durchfall und er hat auch nicht irgendwie, dass er nicht absetzt. Okay, ja, das ist super. Das alles dann haben wir das Thema quasi schon mal geklärt. Reden wir jetzt über Henry oder über Tim? Über Tim. Dass sie finden, dass ich damit sehr gut umgehe, weil ich mich damit halt davon eigentlich nicht einschränken lasse. Einschränken? Ich lasse mir was einschenken. Ich auch. Tim, bewegst du bitte dann ab. Eine Verwandtschaftsbeziehung ist ein Verhältnis zwischen zwei Personen, deren eine von der anderen... Die Definition der Eifel. Aber es geht. Also ich habe da auch noch nie Probleme gehabt. Bisher haben, glaube ich, alle Leute dann rechtzeitig schalten können und das relativ gut zuordnen. Kannst du schalten oder lieber Automatik? Ich bin eine Frau, ich gehöre in die Küche. Also ich habe schon... Ganz viele Liebesgedichte geschrieben. Ja, du kannst ja auch gut dichten. Ich kann nicht dichten. Ich bin nur dicht. Oh, als ob du da guten Content rausbekommst. Ich glaube nicht. Wir sind gewillt. Das ist immer voll. Das ist voll. Das ist voll der Konter, so wenn jemand sagt, hier, jo, kannst du hier kein Loch bohren, sagst du hier. Ja, ich sag's jetzt mal für die Männerwelt, ich bin Mann, ich gehöre in die Küche. Ja, wieso hast du eine 5 geschrieben? Ja, ich bin Mann, ich gehöre in die Küche. So kommt man auch durchs Leben. Da gibt's sowas nicht. Ach, scheiße, ey. Wenn schon selbst gemacht, dann von der Natur. Ja. Ist auch alles Natur, was ich immer selber mache. New Intense Fragrance by Azzaro. Schätzt ihr, was das ist? Ist das ein Gehirn? Das sieht so aus wie ein Gehirn, ne? Das ist auch ein Gehirn, oder? Gehacktes. Nein, das ist kein Gehirn.
Jetzt bringst du mich völlig durcheinander. Natürlich ist es ein Gehirn. Ich wollte sagen, nein, das ist kein gehacktes. Nein, das ist ein Gehirn. Thema Uni, du hast ja auch Vorlesungen und sowas in... Das ist gehacktes Gehirn. Wie nennt man das Vorlesungen? Hörsälen? Sag mal das so. Und, ich nenne sie Schlafsaal. Gleich nach dem Losfahren machen sie eine Bremsprobe. Warum? Ich habe noch nie gesehen, dass du so etwas tust. Also Malta. Vor allem, wenn man eigentlich unterbewusst weiß, dass dadurch richtig viel Sauerei entsteht. So genau. Kuchen, Tomaten. Tomaten! Ja. Müsste mal die Bremsprobe, müsste mal auf der Autobahn machen, so, weißt du? So, mitten auf der Autobahn, jo, Entschuldigung, ihr fahrt so gerade normal halt so früh, ne? Durch eine Ortschaft, 200 Sachen, macht dann hinter euch, fährt auch der andere, weil der halt in der Nähe bleiben will, auch 200 Sachen, ne? Und sagt ihr, jo, Entschuldigung, hab Bremsprobe gemacht. Eier, Butter, Mehl. Ja, Butter, Käse. Wie lange machst du das jetzt schon? Die Frage wurde schon gestellt. Anfang 2020 selbstständig, seit 2017 schon generell dabei. Einer muss ja aufpassen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einer Wohnungssuche. Ich mag das Geräusch, was du machst, wenn du nichts sagst. Das mag ich aber auch bei den meisten Leuten. Die spricht aber. Ich schütte Salz in den Kaffee. A, B. C. Amsterdam. A, B, B, C, C, D, D, Shoes. HDMI. BMX, 80 die Stunde. Ja. Also Autofahren und RTW fahren geht ohne Probleme, weil ich dann halt natürlich konzentriert bin, habe ich auch keine Ticks. Wie viele hast du schon tot gefahren? 3. Das war der Tonmann. Er wollte eigentlich ohne Sekt machen. Einen anderen Ton, Mann, der war viel geiler. Das war, ne? Ich werde ja auch nie ernst genommen, wenn ich sage, yo, ich hab ich schon mehrmals im Video gesagt, yo, ich hab gestern einen kostenlosen Ballon geklaut. Dann lachen die mich aus und sagen, ja, gehen Sie mal nach Hause. Wie ist denn das bei ihr? Vielleicht hat sie ja wirklich 3 tot gefahren und alle denken, ja, das ist ein Tick. In Wirklichkeit ist es voll geil, du hast 3 tot gefahren, ja. Mir glaubt es doch eh keiner. Das wäre halt schön. Vor Gericht sitzt dann so, sagst du, yo, hier, ich habe mich selber gestellt, ich habe 3 tot gefahren. Der Richter, ja, sie haben doch Tourette, ne? Ja, tschüss. Können nach Hause gehen. Der MRT von meinem Kopf wurde nach dem ersten Anfall gemacht. Die haben noch ganz viele hintereinander gemacht. Und dann wurde mir im Nachhinein gesagt, dass ein Tumor ausgeschlossen werden kann. Ich wusste gar nicht, dass ich darauf untersucht werde. Scheiß Privatpatienten! Tja, ich bin halt eine Stufe über dir. Mein Krankenhauszimmer sieht aus wie ein Hotelzimmer und deins? Wie ein Bordell. Ja, es ist über 3 Jahre her, da war Corona nur ein Bier und mehr nicht. Und das gab's reichlich für den Tag. Aber nicht für mich, ich hab Wodka gesoffen. Nee, der Jan hat gar nicht. Bis zur Intoxikation hin. Noch ist der Antrag nicht durch bei der Krankenhaus... Halt jetzt die Fresse, weh, du machst meine Wohnung kaputt. Wenn du den Wein zerstörst, dann zerstören wir dich zu zweit. Ja, ich finde das gut, dass ihr das macht und dass ihr das vor allem auch in die Öffentlichkeit bringt. Und damit brecht ihr echt eine Lanze für andere, ne? Das ist super. Das ist und sie brechen Schädel mit dem Hammer. Komm, das musstest du jetzt aber machen, ne? Kann und das war kein sein, Tick. Aber das war es dann halt auch. So denke ich mir das halt auch immer. Konntest denken? Tatsächlich schon, ja. So kann ich auf der Straße jetzt Leute jagen gehen. Hattest du denn auch schon mal vokale Ticks aus Fremdsprachen, also jetzt außer Englisch? Tu sais qu'on est en terre mon triste, on aime découcher du soleil. Was? Baguette! Tatsächlich? Was? Baguette! Also vieles, was passiert ist, haben wir. Jo, Gesundheit, ne? Natürlich nicht zu vergessen euch. Also ohne euch. Bleibt gesund! Ich kann auch nicht mal ohne Ticks richtig Sachen Deutsch. Die triggern mich schon, aber ich kann es eigentlich unterdrücken. Wenn ich, also Thema Alkohol, wenn ich da ein bisschen was getrunken habe, ist es schwieriger. Das kann ich nicht unterdrücken. Also das Trinken versteht sich. Und wir können auch 2 Wochen ohne Futter überleben zum Beispiel. Wir können das Futter das kann der nicht. Ich glaube, weil sie halt auch ein bisschen Sorge haben, dass man dann drüber lacht, dass es das irgendwie so ein bisschen respektlos rüberkommt. Despektierlich. Aber seht mich an, ich studiere. Ich bin die Stella. Ich kann tolle Wörter aussprechen. DNA. Wow. Alexa, magst du Jan? Alexa, magst du den Film? Das weiß ich leider nicht. Ich weiß es auch nicht. Hilfe! Aber das, Aua! Aua! Das macht die Rote, wenn der Tim in ihrer Nähe ist.
Du bist die Rote. Kann man die Beine dann auch fixieren, wenn er da drauf kniet? Ja, wenn du das, wenn du das möchtest, dann machen wir das auch. Er war sehr unangenehm. Die lacht da so. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich den Raum verlassen würde. Würde ich sagen, jo, alles klar, ich habe gerade Termine bekommen, ganz spontan. Tut mir leid, ich habe ganz spontan zu Hause mein E-Herd angelassen. Ey, ich würde immer, für solche Notfälle würde ich immer mein Herd mit mein Handy koppeln. Gibt es solche Herde schon bestimmt, oder? Gibt es ja heute, da gibt es ja schon alles. Heute, da kann man ja schon sein Geschlechtsorgan mit dem Handy koppeln. Nee, aber jetzt mal ernst beiseite, ne? Stellt euch mal vor, die lacht euch so aus, ne? So. Ihr könnt das ja gerne mal ausprobieren. In dem Moment wäre ich schon 5 Kilometer weiter. Wäre schon gar nicht mehr da. Würde dann so anrufen, ja, ich kann heute nicht mehr zum Dreh kommen. Tut mir leid, ich habe gerade spontan Magenprobleme bekommen. Ich merke das schon. Wie lange sitzt man denn so? Ja, so lange für immer. Die Herrschaft das gerne möchte. Also so ADS oder ADHS? Das wurde noch nicht kontrolliert. Ich habe auf jeden Fall... Außenseiter. Ich habe ADHS. Gib mir dein Ritalin. Gassi. Der größte Hund eines Hundesohns. Was? Aber ich würde mal sagen, dass meine Eltern mich grundsätzlich zu einer relativ selbstsicheren Person erzogen haben. Mit Schlägen. Nein, natürlich nicht. Wurde auch, ich wurde erzogen. Zum Trinkfesten erzogen. Aha. Ich bin geimpft worden. Genau, ich bin auch. Ich mag die mega, ne? Ich gestern die erste so eine Dosis unfassbar es sympathische nicht so Art. So viele Dosen wie damals in der Klapse. War daheim macht's gut. Da habe ich mich vorher selber geimpft. Tschüss. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich einen wilden Sexunfall hatte. Dann landest du hier. Der muss aber sehr wild sein. Der muss sehr wild sein. Ja, landest du hier auf einmal hier, keine Ahnung, mit 30 anderen auf dir drauf, weil. War es halt auf so einer Party so und sind alle auf dich draufgefallen. Ihr kennt es ja, ne? Es gibt auch Leute, die fallen in Staubsauger rein. Habe ich vor allen Dingen. Das war. Wo war denn das? Bei Ruhrpottwache oder sowas? Wo der in den Staubsauger reingefallen ist, ne? Das Geile war, vor 3 oder 4 Monaten stand es bei Tag 24. War halt ein echter Fall, der wurde mit einem Staubsauger ins Krankenhaus gebracht, so, ne? Und der hat auch gesagt, ja, ist reingefallen, vor allen Dingen, wie willst du das erklären? Ja, ich bin nackig dann in den Staubsauger reingefallen. Das ist doch so bescheuert. Ja, ja. Wenn du zu mir kommst, ja. Schreibt in die Kommentare und es ist einfach gut, Leute. Lasst ein Abo da. Okay, jetzt kommt nichts mehr. Ey, muss ich sagen, ich habe das Video gefeiert. Richtig geil. Ich mag die, ne? Ich finde die mega sympathisch. Die hat eine richtig, richtig, richtig coole Art an sich. Inspirierende Art würde ich jetzt nicht sagen, aber eine richtig coole Art. Wirklich so eine richtig. Mit der man wirklich hier. Keine Pferde stehlen kann, nicht unbedingt, aber für mich so zum Beispiel Döner stehlen kann, ne? Hat die einen eigenen Kanal? Muss ich die mal stalken? Hey, die ist cool, die, wirklich nett. Ich hoffe, es hat euch gefallen, guckt unbedingt das Original an und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss!